Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird kein normales Angelvideo. Das hier wird ein Video, wo es ein bisschen einen Einblick gibt hinter die Kulissen, was wir sonst noch so treiben. Denn in 4 Tagen findet die Angelwelt Berlin statt und das ist eine der größten Angelmessen Deutschlands und da werden wir vor Ort sein mit einem fetten Stand. Und mit wir meine ich mein bester Kumpel Olli und ich. Jorge, ein Kumpel aus Spanien, wird uns auch noch mit unterstützen, genauso wie Felix Wagenstaller, der wird uns auch noch unterstützen. Und ich werde auch den einen oder anderen dort treffen, den man vielleicht kennt von YouTube, von unseren letzten Videos. In diesem Video werden wir nicht angeln. Also falls ihr gar keinen Bock habt, dieses Video anzugucken, dann schaut einfach beim nächsten rein oder schaut euch die letzten an. Aber falls ihr ein bisschen einen Einblick haben wollt hinter die Kulissen, was alles so abgeht, dann bleibt dran. Ich sitze gerade im Auto, es ist Dienstagmorgen, es schneit, es ist richtig, richtig wildes Wetter in Bayern. Wir haben noch 5 Stunden Fahrt vor uns, müssen heute noch über den ganzen Tag hinweg die ganze Ware packen, denn zusammen mit meinem Kumpel Olli habe ich einen Online-Shop gegründet. Mit dem werden wir auch ein bisschen auf der Messe ausstellen. Nichtsdestotrotz haben wir auch das neue Auto dabei, werden das auf der Messe ausstellen. Ich habe hier hinten im Auto schon ein paar Sachen drin, aber das wird jetzt dann noch deutlich voller. Wir müssen noch 2 Anhänger abholen, denn wir fahren mit 2 Autos hoch nach Berlin und ja, eins unserer Autos, der Caddy, der steht nämlich noch in Magdeburg von der letzten Messe. Da ist das komplette Messematerial drin. Den müssen wir auch noch abholen. Also, ganz schön viel Aufwand für das Ganze. Jetzt hole ich aber erstmal Olli ab. Da müssen wir schon ein paar Pakete verladen und dann über den Tag hinweg den Rest. Und dann geht's los. Da ist er. Guten Tag. Ist nicht gut hier. Was ist das? So, der erste Anhänger ist angehangen. Wir fahren jetzt ins Lager, holen da schon mal so viel Ware, dass der Jeep und der Hänger voll sind. Dann müssen wir noch einen zweiten Anhänger abholen, so ein fetter Pferdeanhänger. Bei dem Wetter ist es alles andere als geil, jetzt noch 500 Kilometer über den Schnee zu fahren. Aber wir müssen heute Abend ankommen, weil morgen und übermorgen brauchen wir auf jeden Fall die Zeit zum Aufbauen, weil der Stand ist so komplex, so umfangreich. Und wir sind letztendlich ja, beim Aufbau, diesmal nur zu zweit. Es wird sportlich. Eine halbe Stunde waren wir jetzt schon am Arbeiten, der Jeep ist schon komplett voll. Hinten hängt auch der Hänger, der ist auch voll. Jetzt holen wir den zweiten, den Pferdehänger und nehmen den Rest mit. So, das Gespann ist erstmal fertig. Abgeschlossen. Weiter geht's um den nächsten zu machen. Hänger Nummer 2 ist dran. Das Wetter ist eher zum Skifahren als auf eine Messe zu fahren. Aber gucken, ob es in Berlin auch so viel Schnee gibt. Wir sind halt doch noch hier unten in Bayern. Ne? Richtiges Allgäuer Wetter, du! Steht davor, wir werden jetzt nur in Oberbayern. Beim Wagenstaller, der Oberbayer, der kommt nämlich auch noch. Kumpel von uns, der Felix Wagenstaller, der kommt erst am Freitagabend auf die Messe, der unterstützt uns am Samstag und am Sonntag. Der hat auch einen coolen YouTube-Kanal, checkt ihn auf jeden Fall auch mal aus, den verlinke ich direkt unten mal. Der hat damit erst angefangen, der ist erst 17 Jahre, ist aber ein verrückter Angler. Ein kleiner Freak. Und ja, jetzt machen wir uns erstmal hier durchs Schneechaos. In Richtung Berlin. So, das Auto vom Olli bis oben hin voll. Der kann zugemacht werden. Und auch der Pferdeanhänger ist bis Oberkante hin komplett gefüllt mit Ware. Den machen wir jetzt auch gleich zu. Ah, sogar der Olli drauf. So, hier sieht es aus wie bei Hennepilz unterm Sofa. Das ist unser Übergangslager. Hier alles voll mit Boilies, Warthosen, das sind die Reste. Weil nach dieser Messe ziehen wir auch um in unser neues Lager. Kurze Pause, wir sind in Kolonne gefahren. Olli ist jetzt auch gleich da. Wir snacken jetzt kurz was und dann haben wir noch 2 Stunden, dann sind wir auch schon in Berlin. Das Wetter ist echt wild gerade. Wir sind angekommen. Der eine Hänger, der jetzt bei mir hinten dran war, der ist schon in der Halle. Den anderen haben wir jetzt umgehangen, den Pferdehänger, der kommt jetzt auch in die Halle, beziehungsweise vor die Halle. Und ja, dann fahren wir erstmal den Caddy holen, weil der steht noch in Magdeburg. Rumfahren, ne? Tja, da war mein Spiegel. So ein Mist, ey. Caddy ist abgestellt an der Messe. Ich habe das Ganze jetzt mal provisorisch gelöst, den Innenspiegel abgerissen und außen hin geklickt. Hat funktioniert. Wir fahren jetzt erstmal ins Hotel. Wir haben jetzt schon mittlerweile 23 Uhr. Der erste Tag war lang. Wir sehen uns morgen. Schlaufen.
Richtige Berliner Wohnung. Schönes Bädler. Gibt's hier Licht? Jetzt kann ich da hin. Hier werden wir hausen die nächsten 3 Tage, 5 Tage. Heute ist Dienstag. Morgen und übermorgen steht der Aufbau an. Und ja, dann heißt es nochmal 3 Tage auf die Messe. Der erste Tag hat es schon in sich. Ganze 9 Stunden im Auto gesessen, immer hin und her gefahren. Katie hat seinen Spiegel verloren. Aber soweit steht jetzt alles erstmal auf dem Parkplatz. Morgen wird aufgebaut. Ganz entspannt. Wir haben uns extra ein bisschen mehr Zeit genommen als in Magdeburg, weil da war es wirklich sehr knapp. Und am Freitag hilft uns dann auch Jorge, Kumpel aus Spanien, der aber hier in Berlin studiert. Und am Freitagabend kommt dann auch der Felix Wagenstatter noch dazu. Wird eine wilde Messe, ich bin sehr gespannt. Wir werden auf der Messe auch mal ein bisschen, ich werde mich mal kurz losreißen vom Stand, ein bisschen die Neuheiten erkunden, die auf der Messe so sichtbar sind. Also bleibt auf jeden Fall dran, dass ihr das auch erfahrt, was es so Neues gibt. Olli, schau dir mal den Stuhl an. Ist der durchgesessen? Das sieht man leider auf der Kamera gar nicht, aber na doch, so sieht man es. Ist ein leichter. Ja, gut, an Schieße reindrückt, Alter. Faszinierend. Was ist das? Gerade noch den Raufisch bekommen. Yeah. Picus Maximus. Made in Sweden. Die Preiselbeere hat einen Bericht geschrieben. Von unserer vorletzten Predator Tour. Nice. So. 10 nach 8. Caddy ist leer. Das ganze Zeug von der Magdeburger Messe ist schon außen. Das ist so unser grober Messestand. Hier haben wir die ganzen Rückwände, da wo später dann die Köder dranhängen. Hier die Teppiche für den Messeboden. Hier die Hackschnipsel, die werden natürlich jedes Mal neu wiederverwendet, die unter den Jeep kommen. Die ganzen Bildschirme, schon ein paar Köder, noch mehr Wände. Und ja, der Caddy, der ist gerade am Auftauen. Ist auch alles komplett zugeeist, es ist so kalt. Hier nochmal bei Tageslicht. Die geile professorische Spiegelhalterung. Und ja, der muss jetzt rausgefahren werden, weil wir haben nur ein kurzes Zeitfenster, dass er hier drin sein darf. Und dann bauen wir den ganzen Mist hier erstmal auf. So, Caddy ist auch wieder aus dem Messegelände rausgefahren. Wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit, schön innen, noch jetzt in der Wärme, den Stand aufzubauen. Später, wenn die ganzen anderen Aussteller kommen, kann ich aus Erfahrung sprechen, gehen die Tore auf und es wird richtig kalt in der Halle. Deswegen, falls ihr irgendwann mal auf eine Messe gehen solltet und einen Stand aufbauen müsst, gerade im Winter, rechnet damit, dass ihr euch warme Klamotten anzieht, weil gerade beim Aufbau haut es ein, meistens aus den Socken und es ist sehr kalt. So, wir kümmern uns jetzt erstmal hier ums Grundgerüst, weil wir haben zwar viel Platz, aber wir haben auch insgesamt 6 Meter von diesen Wänden, plus nochmal eine Näschwand. Da hinten muss der Jeep hin. Demnach, ja, brauchen wir eigentlich auch irgendwo ein Lager. Jetzt hier auch noch eine Wand stehen. Hier machen wir zu, also hier kommen keine Produkte hin. Kommt nur vorne der Fernseher. Und dann hier der Bereich, muss irgendwo die Kasse hin. Wird auf jeden Fall sportlich. Normalerweise haben wir ein Lager. Das Lager wird jetzt diesmal sehr, sehr klein. Also man hat dann effektiv so einmal 1 Meter Standfläche, wo man die Kasse hat. Das Wichtige ist halt natürlich auch, ein bisschen den Überblick zu behalten auf der Messe, dass keiner Produkte mitnimmt, ohne sie zu bezahlen. Da muss man leider immer ein bisschen drauf achten. Deswegen, ja, muss man ein bisschen schauen, aber im Großen und Ganzen kriegen wir das schon. So, das Auto ist halbwegs vorbereitet. Dreckiger wurde es leider noch nicht. Nur mein Rücken wurde dreckiger. So, Audi auch am Rödeln. Und hier laufen schon die Displays. Nimmt langsam Form an. So, wir haben jetzt kurz vor 10. Gleich werden wir rausgeschmissen. Wir haben den ganzen Tag aufgebaut. Soweit steht fast alles. Die Wände hier sind noch ein bisschen leer. Großteil haben wir aber schon gehangen, sortiert. Bin mega am Ende. So,
sind halt eben nur zu zweit und das merkt man auch. Hier haben wir noch einen fetten Haufen einfoliert gerade, weil man hier halt nachts zumindest alles so halbwegs aufgeräumt lassen sollte. Immer ganz gut, kommt nichts abhanden. Immer ganz wichtig. Ja, und morgen haben wir dann nochmal einen kompletten Tag Zeit, um uns um die Feinheiten zu kümmern. Also die letzten Wände hängen, dann Kassensystem einrichten. Ja, aber jetzt geht es dann erstmal nach Hause. Vorher noch was essen. Wir haben genau 4 Bananen und 2 Donuts gegessen heute. Also richtig, richtig ungesund gelebt. Aber es gehört irgendwie dazu auf einer Messe, dass man auch mal ganz schön hasseln muss. Aber ich bin echt gespannt, wie es läuft jetzt die nächsten Tage. Stand steht, alles sind ready. Olli ist noch am Rödeln, braucht jetzt extra aus Spanien gekommen. Bin gespannt, was heute am ersten Tag passiert. Endlich ist es geschafft, kann losgehen. Jetzt mittlerweile schon Sonntagmorgen. Gestern war es nicht wirklich möglich, viel zu filmen. Alle mega fertig. Wir packen jetzt alles im Hotel. Gehen jetzt dann wieder in die Messe. Und ja, haben den letzten Tag. Vielleicht habe ich heute ein bisschen mehr Zeit, um euch noch ein paar Sachen zu zeigen. Man hört schon ein bisschen Stimme weg. Wir haben gestern viel geredet. Viele von euch waren da. Es war mega krass. Und ja, hoffentlich wird es heute auch noch mal so wie gestern. Meine Freunde, der Abbau ist im vollen Gange. Wir sind eigentlich schon fast fertig. Der zweite Messetag ist rum. Das Filmen auf der Messe, wenn man selber einen Stand hat, ist gar nicht so einfach wie gedacht. Heute war es ein bisschen ruhiger, trotzdem waren immer wieder Leute da. Der Jeep ist noch komplett eingeschlammt. Die Jungs haben schon fleißig gearbeitet. Felix, Jorge und Olli haben mir tatkräftig geholfen. Der Caddy steht auch schon voll beladen in der Halle. Der wird jetzt dann auch weggefahren. Unser Pferdeanhänger ist auch voll. Jetzt wird hier noch ein bisschen rumgerödelt und dann sind wir fertig. Das war's mit dem Video. Sorry, dass ich euch nicht jede Neuheit gezeigt habe, aber so die wichtigsten Dinge habt ihr gesehen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und natürlich wie immer abonnieren nicht vergessen. Und checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung, denn dort haben wir auch unsere neuen Scales gelistet. Keep 'em Wet Scale gibt's jetzt für kurze Zeit. Wir hören uns.